Einstein wird Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid. Rindsburger, Liebe. Aber man kann es heute ja fast schon nicht mehr ohne schlechtes Gewissen essen. Und darum gibt es immer mehr Ersatzprodukte. Und tatsächlich ist einer von diesen Burger nicht aus Tier, sondern aus Pflanzen gemacht. Und was mich jetzt schon lange wundern nimmt, sind solche Ersatzprodukte tatsächlich eine Alternative? Drum, to beef or not to beef? Das ist heute die Frage. Eine Revolution ist im Gang. Denn auf lange Sicht müssen wir weniger Tiere, dafür mehr Pflanzen essen. Daher arbeiten Wissenschaftler am Fleischersatz. Die Art und Weise, wie wir Fleisch produzieren, ist nicht nachhaltig und auf die Dauer hält das unser Planet nicht mehr aus. Ob pflanzliche Pullis oder Burger, Einstein testet das Fleisch der Zukunft. Es soll schmecken, Proteine liefern oder kommt, wie in diesem Fall hier, bereits komplett aus dem Labor. Wir müssen nur noch eine Zelle im Reagenzglas füttern, nicht mehr ein ganzes Tier. Können wir Tierfleisch wirklich so einfach ersetzen? Einstein, unterwegs für alle, die gerne mal zubeißen. Auf Fleisch zu verzichten ist im Trend. Immer mehr Menschen wollen weniger tierische Produkte essen. Ich auch. Aber was sind die Alternativen? Wie gut sind die? Und welche Rolle spielt dabei die Wissenschaft? Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei Einstein. Ich bin unterwegs zur ETH Zürich. Hier wird am Fleisch von der Zukunft geforscht, gemacht aus Pflanzen, nicht aus Tieren. Sie sind vom Startup Planted, auf Deutsch pflanzt. Ich sehe es dort hinten schon, oder? Genau. Perfekt. Das ist ja Wahnsinn. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, es ist Bulle. Tatsächlich starten die Forscher mit ihrem Produkt derzeit durch. Planted feiert großen Erfolg. Sieht aus wie Fleisch, ist es aber nicht. Abnehmer sind die Großverteiler, ebenso wie die urbane Veggie-Szene. Bereits 7 Millionen Franken hat Planted von Investoren erhalten. Wie bringt man das an? Wir verwenden Erbsen, genau gesagt gelbe Erbsen, weil es eine sehr proteinreiche Pflanze ist. Und mit dem Prozess, den wir verwenden, können wir eigentlich nur mit Druck und Temperatur ohne Zusatzstoff das in eine faserige Struktur umwandeln. Was ist denn wissenschaftlich das Schwierige daran, wenn man so ein Produkt, so einen Fleischersatz entwickelt? Das Schwierige ist eigentlich, dass Fleisch ist ja gewachsen und dadurch sind diese Fasernstrukturen im Muskel entstanden. Wir versuchen genau das Gleiche hinzubekommen, dass wir diese Faserstruktur haben, nur mit pflanzlichen Bausteinen. Ich selber steige auch immer öfter auf Alternativen zu Fleisch um, aber habe nicht den Anspruch, dass es nach Fleisch schmeckt oder genauso wie Fleisch ist. Nichtsdestotrotz ist das immer das Ziel, dass es möglichst fleischähnlich ist. Warum denn eigentlich? So tierisches Fleisch ist sehr stark verankert in unserer Kultur. Die Leute wissen, wie damit kochen, was es für ein Wertversprechen beinhaltet. Und wegen dem ist es einfach sehr eine zugängliche Art, das unter Fleisch quasi die Leute näher zu bringen. Pflanzliches Poulet. Ich bin schon noch ein bisschen skeptisch. Ist das echt fein? Das will ich später unbedingt noch testen. Zuerst aber nimmt es mich Wunder, wie man es genau herstellt. Planted beschäftigt bereits 15 Mitarbeiter. Vieles bleibt noch Betriebsgeheimnis. Aber Einstein darf heute hinter die Kulissen schauen. Was wir machen, ist eine Art eine neue Industrie erschaffen. Wirklich all die Prozessschritte vom Erbsli her, wie tut man das verarbeiten, die Mischungen, wie prozessieren, dann wie weiterverarbeiten, dass es schlussendlich ein feines, pfannenfertiges Produkt gibt. Hauptwerkzeug der Herstellung ist der Extruder. Ein Kocher aus Stahl, betrieben mit Strom. Gefüttert wird er nicht mit der Gelberbse selbst, sondern mit einer Mehlmischung aus Erbsenprotein und Erbsenfasern.
Diese Mischung wird in den Extruder befördert und dort mit Wasser und Öl vermischt. Dabei wird diese Masse aus pflanzlichen Proteinen mittels zwei Förderschnecken geknetet, erhitzt und unter Druck gesetzt. Das Kochen verändert dabei die Struktur der Proteine. Am Ende des Extruders sorgen die Schnecken dafür, dass sich die pflanzlichen Proteinstränge parallel anordnen und so eine faserige Struktur ergeben. Die faserige Teigmasse wird nach dem Extruder in ein Kühlrohr gepresst und dort abgekühlt. Und genau da liegt der geheimnisumwitterte Clou. Denn Temperatur, Form der Düse und Druck entscheiden, wie fleischähnlich das Endprodukt wird. Und heraus kommt das Planted Poulet. Doch warum wollen Sie unseren Tierfleischkonsum überhaupt eindämmen? Die Art und Weise, wie wir Fleisch produzieren, ist nicht nachhaltig und auf die Dauer hält es unser Planet nicht mehr aus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Wissenschaftler uns dafür einsetzen, dass wir gute Alternativen, die schmackhaft sind, anbieten, damit der Fleischkonsum verringert wird. Das Geheimnis sind die Fasern, damit es sich so anfühlt und so aussieht wie echtes Poulet. In Stückchen gerupft und dann mariniert, ist der Unterschied zum Tierprodukt fast nicht mehr bemerkbar. Dabei besteht das Ganze nur aus Erbse, Wasser und Sonnenblumenöl. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Hühnerstange. Planted forscht weiter. Im Moment machen wir ja einen Fleischersatz. Aber in der Zukunft wird das Ganze nicht mehr ein Fleischersatz sein, sondern es wird einfach ein ganz neues Lebensmittel sein, was man als Proteinquelle verwenden kann. Dafür braucht das Startup Platz und zieht in die ehemaligen Maggi-Werke. Von Tradition zu Innovation. Wenn sie etabliert sind, wollen sie sogar ein paar ihrer Geheimnisse verraten, denn andere sollen auch von ihrem Wissen profitieren. Unser längerfristiges Ziel ist es aber schon, diese Information zu teilen. Und an unserem neuen Standort werden wir ja eine offene Produktion haben, wo man als Besucher kommen kann und gucken kann, wie wir es herstellen. Im Moment sind wir aber noch nicht so weit, dass wir alles zeigen können. Bis dahin wird schon mal gefeiert. Nicht nur das Schlachtvieh soll in Zukunft von Planted profitieren, sondern auch der eigene Nachwuchs. Wir machen das für eine nächste Generation, dass die nachhaltige und vernünftige Lebensmittel haben, wo halt das System auf den Kopf stellen und das wirklich besser machen, als es eigentlich jetzt schon ist. Mit dem Lukas Böhni mache ich mich auf den Weg zum Testessen. Weil jetzt möchte ich wissen, ob Sie's und andere Fleischersatzprodukte wirklich eine echte Alternative sind. Eine Alternative für die Fleischliebhaber, die heute noch extrem in der Überzahl sind. In der Schweiz ernähren sich weniger als 1% der Menschen vegan. Das heißt rein pflanzlich. Rund 5% sind Vegetarier, essen aber Ei, Käse und Milch. 94% sind Fleisch- und Fischesser. Im Durchschnitt kaufen Schweizer 52 Kilo Fleisch pro Jahr pro Person. Dafür werden hierzulande 76 Millionen Tiere getötet. Davon sind 72 Millionen Tiere Geflügel. Aber das reicht uns an Fleisch noch nicht. Zu unseren 365.000 Tonnen Fleisch importieren wir aus dem Ausland 88.000 Tonnen. Es gilt, weltweit den übermäßigen Fleischkonsum zu verringern. Und dazu gibt es mehr und mehr Ersatzprodukte. Das Poppelsen bei Zürich im Lägerstübli machen wir unser Testessen. Das Restaurant bietet eine Reihe von Gerichten an. Und zwar alle in zwei Ausführungen. Einmal klassisch mit Fleisch und einmal vegan. Und so läuft auch unser Test ab. Die vegane Küche übernimmt heute Laurine Wildbolz. Sie möchte mit pflanzlicher Kulinarik Menschen wie mich inspirieren, dass sie im besten Fall weniger tierische Produkte essen. Der Savio Finocchiaro ist der Chefkoch vom Lägerstübli und kocht heute das klassische Fleisch. Ich bin gespannt, was ihr da zaubert.
Wer dich so gut finden wie richtiges Bulle? Weil ich muss schon zugeben, ich habe richtiges Bulle sehr gerne. Es hängt davon ab, wie es zubereitet ist, wie jedes Lebensmittel. Und Laurene ist eine fantastische Köchin. Und ich denke, es hat das Potenzial, dir sogar noch besser zu schmecken. Sehr spannend. Also los. Und Hunger habe ich auch schon. Ja. Ja, Fleischverzicht ist in aller Munde. Und so im Moment auch ein Hollywood-Doku, wo aktuell heiß diskutiert wird. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Der Film The Game Changers. Er suggeriert, wer kein Fleisch isst, bekommt Superkräfte. When I went plant-based, I wasn't sure if I was going to survive. And I actually became like a machine. Hochleistungssport, nur auf Pflanzenbasis. Was ist da dran? Natascha Bartmann isst kein Fleisch. Sie spielt nicht im Film mit, hat aber 6-mal den Ironman auf Hawaii gewonnen. Eine Extremsportlerin und seit vielen Jahren Vegetarierin. Ich durfte 1996 den Powerman in Zofingen gewinnen. Das ist der Duathlon, der härteste Duathlon der Welt. Und ich mag mich gut erinnern, ich bin ins Ziel gelaufen, ich habe getanzt. Und mein Partner ist am Rand gestanden. Und neben ihm ist ein Mann gestanden und der hat gesagt, wahnsinnig, jetzt gewinnt die Frau und jubelt und dabei isst sie nicht einmal Fleisch. Es ist so eine herzige Episode. Man hat wirklich gemeint, Fleisch macht stark. Früher im Sport undenkbar. Heute scheinbar in aller Munde. Fleischverzicht, auch in Hollywood. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. Natascha Bartmann hat einige Jahre in ihrer Sportkarriere sogar nicht nur auf Fleisch, sondern komplett auf tierische Produkte verzichtet. Geht das? Ungefähr nach 5 Jahren. Als ich keine tierischen Produkte, nicht mehr gegessen habe, keine Milch mehr, kein Käse, also wirklich ganz extrem war. Da sind wir im Ausland und ich habe plötzlich gemerkt, ich habe Hunger. Und ich konnte meinen Hunger nicht mehr stillen. Und dann hat mein Partner gesagt, ich glaube, ich weiss, was dir fehlt. Er ist mir ein Stück Fisch gekauft und hat mir ein Stück Fisch gebraten. Das war ein Eiweißmangel. Und es war genau das, was ich gebraucht habe. Eiweiß vom Tier. Natascha Bartmann merkte, das braucht sie für ihr Leben und für ihre Hochleistung. Der Film The Game Changers behauptet das Gegenteil. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Die Dokumentation verweist immer wieder auf die Wissenschaft. Was ist da dran? In Wädenswil an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften fragt Einstein nach. Brauchen wir tatsächlich kein Fleisch und überhaupt keine Produkte vom Tier? Grundsätzlich brauchen wir kein Fleisch, um uns gesund zu ernähren. Aber wir brauchen tierische Proteine. Und das schließt ja zum Beispiel Fisch mit ein, Milch- und Milchprodukte oder Eier oder Krustentiere. Alles das ist etwas, was teilweise eben genutzt werden kann, damit wir gesund und kräftig sind. Tierische Proteine wie Käse und Milch kann unser Körper sehr gut aufnehmen. Pflanzen haben auch Proteine, aber wir können sie nicht so gut und schnell verarbeiten. Also ein Hochleistungssportler, der ja auch davon lebt, dass er Muskeln aufbaut oder Kraft und Ausdauer hat, der muss sehr, sehr sorgfältig seine vegane Ernährungsweise planen. Und unter Umständen ganz viel essen, um eben die Mengen auch zu bekommen, was unter Umständen wieder seinen Kreislauf belasten kann, wenn er eben dann im Wettkampf ist. Also es braucht sicherlich Zusatzstoffe, damit ich dann tatsächlich vegan und Hochleistungssport verknüpfen kann. Das wird nicht ohne Supplemente gehen.
Und auch in einer Schwangerschaft oder im Kindesalter reicht eine rein pflanzliche Nahrung nicht aus. Es gibt tatsächlich Substanzen, die wir ausschließlich über tierische Proteine aufnehmen. Und das sind bestimmte Vitamine, wie beispielsweise Vitamin B12. Dann gibt es noch andere Substanzen, die wir nicht in ausreichender Menge von den Pflanzen aufnehmen können. Das ist das Eisen, was in einer anderen Form vorliegt, was schwieriger für den Körper ist zu nutzen, was in Pflanzen vorkommt, im Tier eben nicht. Und dann gibt es noch Substanzen wie beispielsweise Calcium und Vitamin D. Und das sind eben solche kritischen Nährstoffe. Und wenn ich mich ausschließlich pflanzlich, also vegan ernähre, dann muss ich diese Stoffe zwingend durch Supplemente aufnehmen. Davon wird im Film nichts gesagt. Was meint die ehemalige Ironman-Gewinnerin? Ich bin der Meinung, dass Nahrungsergänzung eine wichtige Sache ist im Hochleistungssport. Das, was ein Sportler verbrennt, ist mehr, als er mit einer Nahrung zu sich führen kann. Und darum habe ich während meiner Sportkarriere immer Nahrungsergänzung genommen. Hin und wieder isst Natascha Bartmann sogar Fisch. Und sie hat einen Fleischersatz für ihre Hochleistung gefunden. Wir brauchen jeden Tag Eiweiß. Und wenn wir die Eiweiß nicht haben aus Fleisch oder Fisch oder Ei oder Käse, dann ist es nötig, dass wir die auf pflanzlichen Produkten so zusammenstellen können, dass es ein hochwertiges Eiweiß gibt oder ein gleich hochwertiges, wie wenn man das hat. Jetzt kommt zum Beispiel darauf an, wenn jetzt jemand noch Eier isst, dann ist es eine sehr hochwertige Kombination, die Fleisch ersetzt, unsere gute Schweizer Rösti. Schweizer Rösti und das Spiegelei ersetzt Fleisch. Von der Hochwertigkeit vom Protein, wo daraus entsteht. Ein Leben ohne Tierfleisch geht. Man muss nur wissen, wie. Aber es ist nicht so einseitig und einfach, wie Hollywood es verspricht. Beim Testessen zu Poppelsen gibt es Curry. Mit echtem Poulet und Planted, einem Poulet-Ersatz aus Erbsli. Also, ich mache den Blindtest. Jetzt müssen wir einfach füttern. Sehr. Mach die Augen zu. Mal auf. Nein, es war wahrscheinlich nicht Poulet. Das war jetzt, glaube ich, pflanzenbasiert. Jetzt kann ich die Augen öffnen. Also ich muss jetzt noch mal probieren, weil ich es einfach noch nicht. Ich nehme es einfach. So ein richtig grosses Stück. Es ist vielleicht ein bisschen weicher als Poulet, ein bisschen weniger faserig. Es ist schon von der Konsistenz her anders als Poulet. Aber vom Geschmack jetzt in Kombination mit dem Curry, super. Ich bin wirklich überrascht, wie ähnlich das ist. Geschmacklich war es sehr gut, aber der Geschmack ist das eine, die Inhaltsstoffe sind das andere. Was macht ihr denn, damit ihr auch von den Inhaltsstoffen her, also zum Beispiel essentielle Aminosäuren, Vitamin B12, dass ihr hier möglichst nah an das tierische Poulet herankommt? Also, unser Ziel ist ganz klar, das Wertversprechen des tierischen Poulet abzudecken. Und in unserem nächsten Produktupdate, das wird kommen, werden wir ein bisschen Vitamin B12 drin haben, um sicher das abzudecken. Und auch bei den essentiellen Aminosäuren so, also die Erbsen hat alle essentiellen Aminosäuren drin, so wie das tierische Poulet, einfach in einem unterschiedlichen Verhältnis. Es ist aber ein komplettes Spektrum. Man kann, wenn man möchte, zusätzlich zum Beispiel Haferprotein drin mischen oder Sonnenblumen. Und das würde dann wirklich das Ganze noch viel mehr komplementieren. Das sind Sachen, an denen schaffen wir für die Zukunft. Also das war schon mal eine sehr gute Fleischalternative. Danke vielmals. Und das war erst eine von vielen. Wir haben noch viel mehr. Und ich noch Hunger. Was braucht es für den perfekten Fleischersatz? Daran forschen sie auch im Wallis, an der Hochschule für Ingenieurswissenschaften in Sion. Michael Bayer experimentiert mit unterschiedlichen Pflanzen, sucht die optimale Textur.
Er will die perfekte Proteinmischung für Fleischersatz finden. Das Ziel ist, dass wir aus bekannten Rohstoffen neue Lebensmitteleigenschaften generieren. Dazu brauchen wir Maschinen. Wir bauen Maschinen. Wir setzen diese Maschinen dann ein, um zu zeigen, dass sie eine Funktionalität haben, dass sie es schaffen, die Rohstoffe entsprechend so zu verändern, dass wir attraktive Lebensmittel bekommen. Für Ihre Forschung nutzen auch Sie, wie die ETH, einen Extruder. Michael Beirer gibt uns einen tieferen Einblick in den Herstellungsprozess. Im Moment wird es immer noch ein Experimentieren sein, obwohl für bestimmte Teilvorgänge Vorhersagen gut möglich sind. Michael Beirer zeigt uns den ersten Knackpunkt. Es braucht die optimal eingeteilte Schnecke. Denn an diesen Stellen wird geschoben und gemischt. Und hier verdichtet. Aber je nachdem, wo und wie lang die einzelnen Bereiche sind, ändert sich das Endprodukt. Jeder Hersteller hat seine eigenen Rezepte, hat seine eigene Konfiguration von der Kochstrecke und verwendet in der Regel auch eigene Konfigurationen für die Düsen. Ich zeige hier eine Standarddüse, die bei Planted sicherlich weiterentwickelt wurde und deswegen ein Teil von dem Betriebsgeheimnis ist. Die Kühldüse ist der zweite zentrale Faktor. Darin werden die Proteine in ihrer Struktur fixiert. Das macht die Textur aus. Dabei bestimmen Form und Größe der Öffnung den Fleischersatz. Michael Beirer und seine Kollegen der Hochschule haben unterschiedliche Formen von Kühldüsen ausprobiert und auch selbst neu gebaut. Damit wollen sie die nächste Generation Fleischersatz produzieren. Das ist eine Detektivarbeit. Man fängt mit jedem Rohstoff wieder neu an, die Parametersätze zu entwickeln und zu finden. Am Anfang steht der Rohstoff, wie Soja, Sonnenblumenkerne oder gelbe Erbsen. Aus ihnen wird das Protein genommen. Und das muss für den Menschen bekömmlich sein. Pflanzliche Proteine bestehen aus einzelnen Aminosäuren. Fügt man wie im Extruder Wasser zu und werden sie erhitzt, entfalten sich die Proteine. Die Temperatur ist ausschlaggebend. Je wärmer, desto besser können sich die Proteine entfalten. Und so können wir Menschen sie besser aufnehmen. Michael Beirer misst im Kleinen, was mit den Proteinen passiert, wenn er die Temperatur und die Zeit verändert. Daraus zieht er den Schluss, wie die Mischung im Extruder erhitzt werden muss. Nicht nur Erbsen und Soja sind für den Forscher interessant, sondern auch Algen. Im Wallis forschen sie auch daran, ob andere Pflanzen für eine Fleischalternative geeignet sein können. Die Algenproteine werden relativ klebrig. Sie haben einen sehr hohen Wert, einen sehr hohen Nährwert, aber sie werden relativ klebrig. Und da müssen wir ausgleichen, zum Beispiel indem wir mehr Faserstoff zugeben oder eben ein gut strukturierbares anderes Protein als Basis verwenden. Ob Alge, Soja oder Erbse, für den perfekten Fleischersatz braucht es noch viele Experimente. Zum Schluss muss es dem Konsumenten schmecken. Der nächste Test steht da. Finde heraus, welches Kügelchen welches ist. Jetzt! Oh, was ist das Feins? Start doch mit dem. Also. Es ist im Mund wie Fleisch. Schmeckt ich mir nach Fleisch. Mmh, und mein Mann schmeckt schon nach Fleisch. Also jetzt musst du entscheiden. Also. Welches ist vegan, welches ist das Fleisch? Ich glaube gesagt, das ist das Fleisch und das ist vegan. Das ist richtig. Aber Konsistenz ist also wirklich enorm fleischähnlich. Ich bin wirklich
so erstaunt, weil ich konnte schwören, dass es Fleisch ist. Also die Struktur eben und auch noch mit den Fettbällen drin und so, dünkt mich auch, dass es sehr nahe am Fleisch nachkommt. Es ist wirklich, ist auch sehr fein gewesen. Also ich muss sogar sagen, ich hätte die veganen Fleischbällen habe ich viel besser gefunden als die aus echtem Fleisch. Ja. Da hätte ich jetzt wirklich schwören, es ist Fleisch. Und das ist ja schon noch spannend, dass man jetzt plötzlich eine Stufe erreicht, wo man ein Produkt so anbringt, dass man den Unterschied gar nicht mehr spürt. Ja, und es ist auch wichtig, oder, dass Produkte auf den Markt kommen, die wirklich identisch schmecken, weil die Leute, die meisten, nicht bereit sind, wirklich zu verzichten auf Fleisch. Und wenn du ihnen aber ein Produkt anlegst, das genau identisch schmeckt, dann können sie eigentlich nicht mehr Nein sagen. Nein sagen, das würden aber viele vielleicht zu einer ganz anderen Form von Fleischersatz, weil schon der Name tönt also nicht nach kulinarischem Knüller. Das sogenannte In-vitro-Fleisch. Im Labor gezüchtet. Auch so ließe sich die Massenproduktion von Tieren reduzieren. Wir können direkt Zellen nähren, um ein Stück Fleisch herzustellen und müssen nicht ein ganzes Tier über 2-3 Jahre füttern. Fleisch hergestellt aus einer einzelnen Tierzelle. Das Muskelgewebe ist dabei ein Schlüsselbestandteil. Es wird durch eine Biopsie dem Tier entnommen. Und als nächstes wird es in winzige Stücke geschnitten, um die Muskelfasern zu trennen. Das Muskelgewebe besteht aus Fett und Muskelzellen, die getrennt werden. Durch Zerlegen der Muskelzellen können einzelne Zellen entnommen und kultiviert werden. Die Zellen teilen sich. Schließlich können aus einer Muskelzelle mehr als 1 Trillion Zellen gezüchtet werden. Diese Zellen verschmelzen zu sogenannten Myotuben. Daraus entsteht ein kleines Stück Muskelgewebe. All diese kleinen Muskelstücke werden aufeinander geschichtet und so wird vereinfacht dargestellt, das In-vitro-Fleisch gezüchtet. Ob in Tel Aviv, in den Niederlanden oder den USA, Einstein hat überall angefragt, aber keine einzige Probe vom In-vitro-Fleisch bekommen. Denn die Firmen stecken in einer diffiziten Lage. Dieses Produkt auf den Lebensmittelmarkt zu bringen, ist schwierig und die Forschung noch lange nicht abgeschlossen. Normalerweise ist ja eine Muskelzelle in einem Zellverbund und wächst auch und wird von den anderen Zellen mit korrigiert oder auch mit kontrolliert. Und genau das fehlt in dem In-vitro-Fleisch. Und dann weiß man einfach nicht, ob auf Dauer diese In-vitro-Fleischzellen sich auch in eine gesunde Richtung weiterentwickeln und ob nicht irgendwann mal diese Zellen anfangen zu mutieren, weil die Kontrolle von anderen Zellverbünden fehlen. Das muss noch beforscht werden. Investoren wittern im In-vitro-Fleisch ein Milliardengeschäft, denn es ist ein lukrativer Markt. Wenn Sie auf den Schweizer Markt schauen, gibt es ein Verhältnis von 95% Tierfleisch zu 5% pflanzlichem Ersatzprodukt. Wir zielen auf die 95%. Auch die Wissenschaft versucht, entsprechende Produkte zu erforschen. Langfristig, weltweit betrachtet, glaube ich schon, dass man sehr vieles beforschen muss, um die wachsende Bevölkerung mit notwendigen Proteinen zu versorgen. Da ist vor allem eben hier das In-vitro-Fleisch eine Möglichkeit. Da wird über maritime Organismen, also Mikroalgen, Makroalgen geredet und Insekten. Es gibt durchaus auch Überlegungen, wie man aus Holz oder anderen grünen Substanzen über bestimmte Fermentationsprozesse wiederum mit Mikroorganismen Fleischanaloge züchten kann. Also wir brauchen eigentlich in Zukunft alle Anstrengungen, um mit den planetaren Ressourcen sinnvoll umzugehen und gleichzeitig klimafreundlich zu produzieren. Noch kostet solch ein Stück In-vitro-Fleisch 50 Franken. Es wird Jahre dauern, bis es massentauglich auf unseren Tellern landet. Nicht in vitro, aber in der Pfanne werden bei unserem Testessen jetzt 2 Burger zubereitet. Wieder einmal aus tierischem Fleisch, einmal aus Pflanzen. Oh. Dankeschön. Ja, jetzt geht es wirklich ums Beef. Mmh.
hat so viel Gemüse drin, ich merke es gar nicht. Rein optisch hätte ich gesagt, es ist Fleisch. Geschmacklich? Ich glaube eher nicht. So. Und jetzt noch den. Schwierig, gell? Mhm. Nein, der schmeckt schon wie Fleisch. Mhm. Aber er sieht eben nicht so aus. Ja. Der ist so rötlich, das sieht eher nach Fleisch aus. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen, das ist Fleisch und das ist der Pflanzenburger. Aber ich bin alles andere als sicher. Wie ist es? Ja, das ist der Moving Mountain Burger und das ist Fleisch. Das ist Fleisch. Ja. Jetzt auch hier wieder. Es ist einfach fein. Und das überrascht mich schon, dass das so nah ans Fleisch herankommt. Werden wir es so irgendwann schaffen, dass wir wegkommen vom Fleisch? Definitiv. Also, es gibt ja wie zwei Stränge, Molekularbiologie und zellulare Biologie. Zellulare kommt erst in 8 bis 10 Jahren auf den Markt. Also, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wirklich das Fleisch aus dem Labor auf den Markt kommt. Aber in der molekularen Biologie ist man schon so weit, dass man zum Beispiel demnächst eine identische Milch auf den Markt bringt. Und ich glaube, da wird beim Fleisch jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren noch sehr viel laufen. Danke vielmals. Ich habe gestaunt, wie fleischähnlich all die Produkte ausgesehen und auch geschmeckt haben. Trotzdem, man merkt den Unterschied. Punkt. Aber das darf man auch finden. Weil muss sie immer mit dem Fleisch vergleichen? Nein, muss sie eigentlich nicht. Es muss für mich einfach fein sein. Und das ist es. Und so steige ich gerne häufiger mal um. Übrigens, was in diesen Testprodukten genau drin ist, das erfahren Sie online. So viel Einstein für heute. Ich wünsche jetzt einen schönen Hinicht. Ade miteinander. So, ich nehme jetzt noch ein bisschen Veggie-Burger. Einstein wurde Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid.